So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zum großen Abschluss der ersten Fußball-Bundesliga-Saison mit dem FC Augsburg. Eine richtig, richtig erfolgreiche, und die wollen wir jetzt einfach nochmal gebührend feiern, nochmal so ein bisschen uns umgucken, wie es in den anderen Ligen aussieht, wer den goldenen Schuh erbeutet hat. Es ist Götze, ihr seht's, wer Torhüter des Turniers war und so weiter und so fort, wer den DFB-Pokal gewonnen hat. Die Champions League, wobei, die ist ja, glaube ich, ausgeschaltet irgendwie in der ersten Saison, da habe ich ja mich irgendwie verklickert, aber halb so wild und so weiter und so fort. Sprich, das wollen wir jetzt alles angehen, noch dazu uns drüber unterhalten, wie war weiter verbleiben, wo wir hinwechseln wollen. Bleiben wir bei Augsburg, wechseln wir irgendwo zu einem anderen Verein in der Fußball-Bundesliga oder eventuell sogar ins Ausland. Das sind alles Fragen, die wir jetzt beantworten werden, beziehungsweise die Frage nach dem Verein. Da wird nochmal ein extra Infovideo kommen, wahrscheinlich auch heute, gehe ich mal schwer von aus. Da könnt ihr dann letztendlich abstimmen, beziehungsweise euren Vorschlag, euren Kommentar da unten in die Kommentare reinkloppen. Das nur so als kleine Info für euch. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Ich möchte jetzt allerdings zu Beginn erstmal nachgucken, wie lange die Saison eigentlich noch geht. Die geht doch, wenn mich nicht alles täuscht, bis zum 30. Juni oder so. Ich würde sagen, wir müssen es aber ein bisschen anders machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht so bis zum, boah, gute Frage, vielleicht bis zum 31. Juni spulen wir vielleicht, Mai spulen wir jetzt erstmal vielleicht vor. So, dann können wir uns eventuell mal, dann machen wir die ganzen Saisonrückblicke oder den Saisonrückblick. Und dann müssen wir uns nämlich ums Team umgucken, denn die große Frage ist, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, lass mal zu, jetzt sage ich einfach mal Gladbach wechseln. Und wir wollen zu Gladbach wechseln, müssen wir erstmal anfragen bei Gladbach, ob wir dürfen sozusagen, ne, für den Job bewerben, und ob wir ihn dann kriegen, ist wieder was anderes. Also, das ist alles nicht so einfach in FIFA, von dem her muss ich da mal gucken, dass ich das alles so zum Laufen kriege, wie ihr das dann auch wollt. Aber das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, wenn ich nämlich jetzt ein Infovideo rauskloppen würde mit den Vereinen, die uns momentan zur Verfügung stehen, und dann 2-3 Tage weiterlauf im Verlauf hier im Kalender, dann sind das schon wieder ganz andere Mannschaften, die uns vorgeschlagen werden. Also das ist alles ein bisschen kritisch, aber das werden wir schon irgendwie gebacken kriegen. Von dem her simulieren wir jetzt einfach mal ein bisschen Vertragsverlängerung. Okay, Hits verlängert, haben wir ja im letzten Part noch angeleiert oder im vorletzten, dass das so weiter passt. Und dann haben wir noch ein bisschen was Aktuelles aus Deutschland. Jugendspieler will weg, Fabian vom Mitschow. Ja, löschen, löschen, das ist alles uninteressant. Gucken wir mal schnell rein in die Jugend, in den Jugendstab. Nicht in den Jugendstab, sondern in die Fußballschule. Hier haben wir es, Fabian vom Mitschow. 77 bis 85 hat der. Boah, guckt euch das an, wir haben zum Teil schon überragend geile Leute, ne? Das ist schon krass. Ich glaube, Trinks haben wir auch gar nicht so schlecht. Unglaublich. 72 bis 94 Potenzial. Wahnsinn. Und vom Mitschow 77 bis 85 ist ein Zentraler. Meinst du, den holen wir mal? Vertrag anbieten? Mache ich jetzt mal, glaube ich. 2 Jahre. So, können wir jetzt zur Not auch ausleihen. Machen wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was bei rumkommt. 2 haben wir ja schon aus der letzten Saison mit übernommen. Aus der letzten oder noch während der Saison sozusagen übernommen. Mal gucken, was da so ist. WM steht ja auch noch an. Stimmt. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Warum ist Subotic so unzufrieden? Ich weiß es nicht. So, wir gehen nochmal ein paar Tage weiter. Jugendspieler, beziehungsweise aus Deutschland will irgendwas. Hier, Fabian von Mitschow, haben wir doch schon gemacht. Oder hat er jetzt abgelehnt? Kann auch sein. Werden wir gleich sehen. Nationaltrainer-Offerte von Kolumbien. Uiuiui, von Kolumbien. Aber ich möchte jetzt eigentlich hier nichts mehr annehmen vorher. Das ist jetzt eh schon alles krass genug mit dem, dass ich das irgendwie hinkriege mit der Mannschaft. Dass ich das erstmal so nicht machen will. Ich gucke jetzt gleich mal rein. So, jetzt ist nämlich hier was weg. Gebühr für Leihspieler fällig. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Kaufoption ziehen wollen. Mit Selalem. Was war denn die Kaufoption? Das ist schon wieder scheiße, dass man das hier nicht sieht. Was war denn die Kaufoption? 65 hat er mit 17. Ich würde sagen, ja, wir ziehen sie. Ich weiß echt nicht, was die war. Boah, das ist ein bisschen blöd, oder? Sieht man das irgendwo? Nee, ne? Das sieht man nirgends wieder. Wir machen jetzt einfach mal, was fordert er? 4 Jahre und 5.000. Ja, dann machen wir 4 Jahre. Kriegt sogar 5%. Und dann gucken wir mal, dass er das annimmt. So, Selalem hätten wir also schon mal verlängert. So, Marvin Duksch. Marvin Duksch. Wir machen einfach mal ja, wenn nicht, können wir immer noch zurückgehen. 15.000, Stürmer 20 Jahre. Würde sich auch halt eigentlich einfach mega anbieten, ne? Würde sich echt mega anbieten. Mache ich, glaube ich, auch mal. So, ab der Fisch, 15.000. Ich meine, mit 20 und der 67, was, da kannst du nicht viel falsch machen, glaube ich. So, Verträge laufen aus, das wissen wir soweit. Das können wir alles eigentlich erstmal löschen. So, irgendein Fomitschow hat, glaube ich, den Vertrag akzeptiert.
Und dann würde ich sagen, gehe ich trotzdem noch ein paar Tage vielleicht voran. Monatsbericht Jugendmannschaft, was haben wir da Neues? 82 bis 88, was ist mit dem 94er? Der ist wichtig. Das war er hier. 76, der wird immer besser. 76 bis 94, ey. Ballkontrolle 94 kann der mal haben. Unfassbar. Aber mal richtig krass. So, Angebot akzeptiert die beiden. Okay, wunderbar. Annehmen. Wups. Angebot, eine Ablöse. 1,1 Millionen. Ach, hier sehen wir es nochmal. Und Selalem 1 Million. Mit den 5 Millionen, die wir jetzt angenommen haben, können wir das locker machen. Und ich denke, den 17- und den 20-Jährigen, die können wir da echt gut gebrauchen. Ne? Haben uns auch in der Saison schon richtig weitergebracht, wenn man sich überlegt, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr zahlen, als er letztendlich wert ist, aber wir haben fast keine Leihgebühr bezahlt und so weiter und so fort. Das ist dann so schon ganz gut. Ne? Und der wird sich mega entwickeln. Ganz klar. So, das können wir alles löschen. Huch, so. Nächste Transferfassung, Kalsenbacke, genau. Will uns ja verlassen und ich spule jetzt nochmal ein bisschen vor. Ich hoffe nur nicht zu weit. Spielerverträge, das ist soweit in Ordnung. Und ich glaube, jetzt lassen wir es dann erstmal mit vorspulen. Oder? Was meint ihr? Jetzt gucken wir mal rein ins Trainerbüro und gucken, was wir hier für Jobangebote kriegen. Okay, sind immer noch dieselben. Ich spule nochmal vor. Ich muss ja auch irgendwie Bock drauf. Belgien, Nationaltrainer. Auch noch am 8. Juni, an meinem Geburtstag, kommt hier die Nachricht. Hi, ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht. Ich mache immer noch nicht, Freunde. Es tut mir leid, aber ich will jetzt noch nicht. Können wir mein Gehalt reden? Hong? Nee. Okay, ein paar Tage noch. Simulation stoppen. So, was gibt's da Neues? Boah, wieder nur irgendwas. Mögliche Nationaltrainerposten von USA und Polen. Boah, da kommen schon krasse Nationen auf uns zu, ne? Nicht schlecht. So, jetzt aber, oder? Oh, ist aber auch wieder keine Mannschaft, wo ich sage, Mensch, hätte ich richtig Bock. Also auf Gladbach hätte ich schon Bock, aber die haben wir schon im 13er gespielt. Monaco, Nice und Lille habe ich jetzt nicht so Lust. Und Wolfsburg auch nicht. Gehen wir nochmal weiter. So, auslaufende Spielerverträge. Ich muss nur gucken, dass ich nicht zu weit gehe und schon in der neuen Saison bin. Löschen, zack, zack, zack. Gucken wir nochmal. Büro. Jobangebote. Jetzt haben wir hier ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir hier ein bisschen was anderes, Freunde. Das klingt nämlich schon ganz cool. Also, das wären aber auch wieder nur Mannschaften aus dem Ausland, also aus der Premier League. Wir hätten jetzt halt Wolfsburg, Gladbach, Chelsea, Liverpool, Southampton und Fulham. Das sind dann schon richtig geile Mannschaften, muss man sagen, oder? Liverpool hätte ich auch mal Bock. Fulham ist auch nice. Southampton wäre auch cool. Guck mal, was wir da auch haben mit Shaw und so weiter. Das wäre schon auch nice. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt trotzdem einfach einen Termin aus und wir spulen bis dahin hin und dann ist fertig. Wobei, wir müssen eigentlich jetzt stehen bleiben, weil die Saison ist gleich vorbei. Wir können noch einmal ganz kurz. So. Jetzt sind wir am 25. Das passt jetzt. Gucken wir nochmal rein, was wir da haben. Okay, ist gleich geblieben. Also, ich kann nicht mehr weiter. Weil wenn ich jetzt noch weiter vorspule, dann sind wir schon fast in der neuen Saison. Also von dem mache ich das jetzt einfach mal so. Infovideo wird dann kommen. Ihr seht die Vereine jetzt ja schon mit Liverpool, Chelsea, was haben wir jetzt gehabt noch? Wolfsburg, Gladbach, Southampton und Fulham. Also, das ist also die Truppe, die wir haben. Und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gebabbelt. Jetzt werden wir einfach mal kurz die Saison abschließen, gucken uns die Tabelle an in der Fußball-Bundesliga. Bayern Meister, das ist eigentlich, da gibt's nichts Neues. Dortmund, Schalke, Leverkusen in der Champions League, Frankfurt, Stuttgart in der Europa League, Bremen in der Relegation, Mainz muss runter, genauso Braunschweig. Wir auf dem 10. Tabellenplatz. Gucken wir mal rein in die anderen Ligen, wie es da letztendlich ausgesehen hat. Fangen mal in der Bundesliga an und angeln uns dann durch. Zweite Liga ist, denke ich, jetzt ganz interessant. Gegen wen muss Bremen in der Relegation? Gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Köln nach oben, Lauter nach oben, Cottbus, Ingolstadt, Aalen ab in Liga 3 zumindest eventuell. Aalen hat nochmal die Chance, in der Relegation da ranzukommen. Guckt euch das an, Paderborn und Aalen richtig knapp beieinander. Beide 29 Punkte. Uiuiui. Okay, England. Manchester City auf Rang 1 mit 84 Punkten, gefolgt von United mit 83. Dann die Spurs mit 82, Arsenal 80, Chelsea, Liverpool 77. Also richtig eng, richtig spannende Meisterschaft. Da in der Barclays Premier League, da Newcastle, Everton und so weiter. Fulham muss runter in die zweite Liga. Also die würden absteigen, Southampton wäre drin. Sprich, wir hätten mit Chelsea und Liverpool 2, die nicht so eine ganz gute Saison gespielt haben. Na, ganz klar, wollen da oben um die Meisterschaft spielen, haben sie nicht geschafft. Mit Fulham der Mannschaft, die in Liga 2 ran muss, wo wir den Wiederaufstieg schaffen könnten, sollten, müssten. Und mit Southampton eine, ja, die so einen Platz im Mittelfeld wahrscheinlich anstrebt, einen Platz, um sich in der Premier League so ein bisschen zu etablieren nochmal. Das, denke ich, wären so die Ziele. Aus der zweiten Liga kommen die Queen's Park Rangers, Bolton und Watford hoch.
Beziehungsweise Queen's Park Rangers und Bolton, Watford, Middlesbrough, Nottingham und Wigan, die müssen sich, glaube ich, noch untereinander absprechen, wer da hoch darf, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt es ja noch die Playoffs und so weiter und so fort. Frankreich, PSG auf 1 mit 91 Punkten aus 38 Spielen, überragend gefolgt von Marseille, dann Olympique Lyon, AS Saint-Étienne, Lille ist auch noch mit dabei, Bordeaux, Monaco und wie sie nicht alle heißen. Ajaxo, Sochaux und Guingamp oder so müssen runter. Ajaxo sogar nur mit 15 Punkten aus 38 Spielen, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist nicht gerade viel. Dann die Serie A, Inter Mailand 86 Punkte auf 1, der AC Mailand mit 82 auf 2, Juve mit 80 auf 3, also wird nicht Meister. Inter wird Meister, fast schon so eine kleine Überraschung. Inter ja doch im Umbruch noch, Juventus da denke ich eher die stärkste Mannschaft in Italien. Stand jetzt, dann Florenz mit 68 abgeschlagen auf 4, dann die Roma, Napoli, Udinese, Lazio auf dem 8. Platz. Livorno, Cagliari und Sassuolo müssen den Weg nach unten antreten, auch da wieder extrem eng, ne? Hellas Verona und Sassuolo, beide die gleiche Punktzahl, nur aufgrund des besseren besseren Tordifferenz darf da Hellas Verona in Liga 1 bleiben. Kolumbien eher uninteressant, Mexiko auch uninteressant, Ajax in den Niederlanden. Ganz oben war, denke ich mal, so abzusehen. Die Go Ahead Eagles, NAC Breda, glaube ich, müssen nach unten. Der Rest ist wieder irgendwie ist wieder Playoffs oder so. Ich weiß es gar nicht, wie das da genau abläuft. In Polen, Lech Posen, in Portugal, der FC Porto, gefolgt von Benfica und Sporting. In Irland, St. Pets, was weiß ich, dann in Russland, Zenit, St. Petersburg, ZSK Moskau, Dynamo Moskau, Lokomotive Moskau, Spartak Moskau. Das also die Vereine, die da oben stehen. Ural, Tom Tomsk müssen runter. Schätze ich mal, ich weiß nicht, ob Krylia Sovetov auch nach unten muss. Schottland, Celtic gewinnt da den Titel, war denke ich mal auch abzusehen. In Schweden, Göteborg. In der Schweiz der FC Basel mit 83 Punkten. Sion zweiter mit 74. Aarau, Lausanne müssen nach unten. Lausanne, ich weiß es nicht. In Spanien, das ist doch ganz interessant. Und wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Guckt, nee, da ist noch nicht mal durch. In Spanien ist noch nicht mal die Saison vorbei. Barca 87 auf 1. Atletico Madrid 86 auf 2. Und Real mit 85 auf 3. Wie krass ist das denn? Also da ist noch alles möglich. Da kann noch jeder Meister werden. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müsste Real spielt gegen Espanyol Barcelona und Barca gegen Atletico, glaube ich, wenn das der echte Spielplan ist. Müsste, glaube ich, nämlich so in der Barclays Premier League, in der Liga BBVA so sein. Na, das wäre natürlich krass. Das gucken wir gleich mal nach, wenn wir das können. Österreich, Austria, Wien, Rapid Wien, dann Salzburg, Wolfsberger AC und Wiener Neustadt nach unten. Und dann sind wir eigentlich soweit schon durch. In Belgien, Club Brügge, in Brasilien, da geht es erst wieder los. Ja, dann sind wir durch. Jetzt gucken wir mal ganz schnell rein. Begegnungen? Kann ich das? Das kann ich leider dann nicht angucken. Oh, schade. Boah, das ist natürlich jetzt auch noch eine Sache, ne? Das wäre jetzt natürlich auch noch interessant, wer da die spanische Liga holt, aber das kann man leider nicht angucken. Ich traue mich auch nicht weiter zu spulen, nicht, dass jetzt noch irgendwas ist. Traue ich mich nicht, Freunde. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch rein, gucken uns mal den... Was gucken wir uns denn noch an? Meine Karriere vielleicht mal kurz gucken, aber da gibt es eigentlich nichts weiter Interessantes. Rekordablöse 2,8 Millionen, Gesamteinnahmen von 1,785 Millionen. Höchste Niederlage 4-1 gegen die Bayern, höchster Sieg 3-0 gegen den ersten FC Nürnberg. Da haben wir den Verein, da haben wir den Mittelfeldplatz, bla 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 bla. Gesamt hier haben wir 37 Spiele, 14 Siege, 11 Unentschieden, 12 Niederlagen, 49 zu 44 Tore. Ich denke, das ist als Trainer des FC Augsburg eine richtig gute Bilanz. Da können wir uns absolut nicht drüber beschweren. Haben wir da, wir haben doch aber hier irgendwo den Vertrag. Ziele? Gibt's denn das? Gab's das echt nicht? Einstellungen? Das ist hier nicht das, was wir brauchen. Gibt's anscheinend echt nicht. Komisch. Naja, okay, gehen wir rein. Teambericht, dass wir da vielleicht nochmal so reingucken, wie das aussieht. Hitz hat sich super entwickelt. Absolut genial. 36 Spiele, 11 ohne Gegentor, sprich jedes dritte ist, denke ich, auch für den VfL Wolfsburg. Für den FC Augsburg ein richtig guter Wert. Also alle Spiele bis auf 1 in der Fußball-Bundesliga gemacht. Im Pokal 3 dürften, glaube ich, auch alle sein. Wie gesagt, um 3 Punkte verbessert. Verhaag geht um 1 runter, ist schon ein bisschen älter, ist aber auch sehr glücklich, hat auch eine gute Form. 34 Spiele gemacht, eine 6,5er Durchschnitt. Hong um 4 Punkte nach oben. Um 4. Alter Schwede. Das ist überragend. Klavan bleibt gleich, Ostrolek bleibt gleich. Goretzka um 3 nach oben, ist aber leider nur ausgeliehen. Da haben wir keine Kaufoption, glaube ich, bekommen. Für ihn, also hat sich super entwickelt bei uns. 7 Tore erzielt, 3 Vorlagen bei 29 Spielen, ist für einen Sechser überragend, denke ich mal. Also in jedem dritten Spiel war er direkt beteiligt, das ist super. Dann der Alex Esswein, 7 Tore nur erzielt, das ist fast ein bisschen wenig, kann noch ein bisschen mehr kommen, aber für seine erste Saison hier ist das trotzdem in Ordnung. 10 Vorlagen noch dazu, ist auch richtig stark.
Das passt soweit. Dann Halil Altin, Topform ist schlecht, der ist nicht so gut drauf. Müssen wir mal gucken, wie wir mit ihm verbleiben. Ihr wisst ja, dass ich da nicht so der unbedingt größte Fan von ihm bin. Also da stehen die Zeichen eher auf Abschied, weil sich G auch super entwickelt hat. 28 Spiele, nur ein Tor, nur eine Vorlage, das ist natürlich ein bisschen wenig, aber hat sich um 3 Punkte verbessert. Ist auch einer, der mir vom Spielerischen an sich richtig gut gefallen hat, dass sich richtig gut bewegt hat. Genauso André Hahn um 2 Punkte nach oben gegangen, 34 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen. Man darf natürlich nicht vergessen, wo wir spielen, ne? Wir sind beim FC Augsburg. Da ist klar, dass wir jetzt da keinen haben, der ewig viele Tore schießt und ewig viele Vorlagen hat. Müssen wir ganz klar daran denken. Genauso Soriano, super gespielt, ist gekommen im Tausch mit Bobadilla plus 750.000 von RB Salzburg. 16 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen, hat sich gut eingefunden, in 6,7er Schnitt. Zelalem für 1 Million haben wir ihn jetzt geholt vom FC Arsenal, hat mir auch richtig gut gefallen, seine 10 Spiele gemacht. Denke ich, ist gut für einen 17-Jährigen in der Fußball-Bundesliga, da wunderbar reingeschnuppert, dürfte dann in der nächsten Saison den nächsten großen Schritt machen, also der könnte ein richtig guter Spieler werden. Schon an der 70 mit 17 Jahren, das ist schon brutal. Arkadiusz Milegelin von Bayern 04 Leverkusen. Auch er insgesamt seine 10 direkten Torbeteiligungen erzielt. Auch ein junger Mann, auch gut gespielt, wird dann aber zu Leverkusen zurückkehren. Mölders natürlich, 8 Tore aus 20 Spielen. Guter Wert. Wahrscheinlich der Mann mit dem besten Torschnitt bei uns, wenn mich nicht alles täuscht, also richtig stark. Dazu eine Vorlage in den Schnitt von der 6,6. Schuster haben wir geholt von Freiburg. Auch er da hinten alles dicht gehalten. Keine Vorlage, kein Tor, aber dafür ist er ganz ehrlich gesagt auch gar nicht zuständig. Von dem her passt das. Jan Inger Kaltenbracker, Führungsspieler, möchte aber den Verein verlassen. Nur 7 Einsätze bekommen. Da haben wir mit Klavan hinten drin irgendwie so ein bisschen den besseren gefunden. Und mit Hong natürlich. Da haben die beiden gut harmoniert. Manninger, das können wir, denke ich, mal erstmal weglassen. Vom Mitschaft, den haben wir gerade erst geholt. 16 Jahre, eine 61. Ein ähnlicher Typ wahrscheinlich wie ein Zelalem. Auch zentraler Mittelfeldspieler, ähnliche Werte, denke ich mal. Also Zelalem wird mit 16 auch so in dem Dreh gewesen sein. Bin ich mal gespannt. Genauso Junglas haben wir geholt, glaube ich. Gielen haben wir aus der zweiten aus der Jugendmannschaft mit hochgezogen. Ekin hat sich auch um 4 Punkte verbessert. 18 Jahre, eine 61. Also da geht noch ein bisschen mehr. Aber auch er auf einem guten Weg. Chor nicht so häufig gespielt, 7 Spiele nur gemacht. Ronnie Philpen ab und zu gespielt. Also ihr merkt, jetzt kommen die nicht so häufig gespielt haben. Hier Holzhauser nur 2 Spiele gemacht, ist verliehen. Hat nie so richtig den Weg reingefunden in die Truppe, weil wir dann mit Goretzka und mit Zelalem dann auch so ein bisschen die besseren hatten. Mit Schuster und so weiter und so fort. Haben uns dann letztendlich besser gefallen. Marvin Ducksch, 2 Tore gemacht, 2 Vorlagen haben wir jetzt fest verpflichtet. 20 Jahre jung, 67er Stärke. Also ich denke, aus dem wird nochmal richtig was. Ist sehr glücklich da bei uns. Wie gesagt, 2 Tore ist vielleicht nicht ganz so viel, aber für die erste Saison da als Bundesliga-Profi trotzdem in Ordnung. Also da werden wir auf jeden Fall noch viel Freude und viel Spaß an ihm haben. Kevin Vogt auf der Transferliste. Auch nicht viele Spiele gemacht. Bossé ist verliehen gewesen oder ausgeliehen gewesen. Fetch ein Spiel im Pokal bei uns gemacht noch. Framberger kommt zurück. Ude kommt zurück. Nebihi kommt zurück. Tommy kommt zurück und dann sind wir durch. Also krass viele Spieler, die wir da im Kader haben in der nächsten Saison. Da müssen wir erstmal kräftig ausmisten, bevor da irgendwas möglich ist, bevor da irgendwas geht. Und damit würde ich sagen, gucken wir noch schnell rein in die News. Vereinsnews, kein Ende in Sicht bei Wechseldrama um Gelios. Mal gucken, ob wir den loskriegen bzw. ausgeliehen kriegen. Schlappenweiß Belgien, Avancen zurück. Nur noch eine Frage der Zeit, blablabla. Schlappenweiß Kolumbien, Avancen, beste Spieler der Woche. Haben wir da noch jemanden dabei? Jong Ho Hong hat er sich verdient in der 11 des Tages. Sehr schön. Sonst sehr viele von Schalke. 2, 4, 6 Stück. Von den Bayern sind es auch nochmal 3. Also Bayern-Schalke, 11 des Tages, wenn man so will. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Mann für die Zukunft, Marco Russo. Okay, 18 Jahre, Cagliari. Korte vor Abschied, Transferfenster geschlossen. Ramirez sagt Fiorentina ab. Inter hofft Rooney zu verpflichten. Ja, mit dem Meistertitel sind natürlich da schon so ein paar mehr Türchen jetzt geöffnet worden. Mal gucken, was da geht. Ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir das auch durchgesprochen. Dann würde ich fast sagen, gucke ich mal, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Irgendwas, ist da noch irgendwas Interessantes? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Globales Transfernetzwerk, da sind eigentlich soweit durch. Das passt soweit. Jobangebote gucke ich jetzt nochmal rein, aber das sollte sich eigentlich soweit nichts getan haben. Das also so die Möglichkeiten. Ich werde allerdings, um das vielleicht nochmal zu erwähnen, vielleicht nicht unbedingt alle mit reinnehmen. Jetzt zum Beispiel Wolfsburg und Gladbach, weiß ich nicht, ob ich... Gladbach werde ich vielleicht nochmal mit reinnehmen, ne? Weil es damals schon geil war. Aber Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ne? Also von dem her, die werden dann nicht in der Umfrage mit dabei sein. Fulham auch wahrscheinlich, wobei Fulham hätte ich schon auch Lust irgendwie. Weiß ich aber noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Eventuell, ich muss mir es noch überlegen, aber ich glaube, ich mache einfach ein Infovideo, wo ich euch generell mal frage, was ihr so vorhabt, eure Kommentare da angucke. Und dann werde ich mir erstmal Gedanken machen, ob wir eventuell sogar, wenn ihr der Meinung seid, wir wollen nicht mit Augsburg weitermachen, ob wir dann eventuell sogar
irgendwie eine neue Saison starten, wenn das hier auch nicht die Vereine sind, auf die ihr Lust habt, die wir da gerade zur Auswahl haben. Also das werden wir alles mal gucken. Lasst euch überraschen und dann sehen wir, was wir da letztendlich machen. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal gewesen. Das dürfte es gewesen sein, Freunde, ne? Mit der Saison. Also mir hat es riesig Bock gemacht mit Augsburg. Ich bin gespannt, was die Meinung ist der Mehrheit von euch. Wie gesagt, ich kann es leider nicht allem recht machen oder nicht allen recht machen, wo wir hinwechseln, ob wir bleiben sollen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr versteht's, aber es geht einfach nicht. Es wird immer Leute geben, die dann was anderes wollen als das, was wir machen. Ist einfach so. Bei so vielen Abonnenten mittlerweile ist das alles nicht mehr so einfach. Aber ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn die Saison geil war, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr abschließend nochmal den Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, verpasst nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part eventuell nochmal beim FC Augsburg, eventuell bei einer anderen Mannschaft. Ich bin gespannt und dann sehen wir uns demnächst wieder, ne? Mir hat's mega Bock gemacht. Ich danke euch für alle, die dazugekommen sind in letzter Zeit. Wirklich extrem viele Abonnenten, die da wirklich jetzt Gefallen dran gefunden haben an FIFA, an Karrieremodus und so weiter und so fort. Von dem her, lasst euch drücken. Dankeschön. Und dann geht die Reise weiter. Als Trainer, Badeschlappen, egal bei welchem Verein. Wir werden sehen. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.